Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fishing Planet. Wir befinden uns ja diesmal mit unserer Angeltour in Florida in den Everglades und versuchen, den Bullhead zu fangen. Wie ihr seht, im vorderen Teil oder vorherigen Teil habe ich zwei Trophy Brown Bullheads gefangen mit 2,7. Allerdings reicht uns das nicht, denn wir brauchen drei, um in der besten Liste auf Platz 1 zu stehen. Aber ich bin heute ganz, ganz guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Denn, wie gesagt, der Bullhead ist derzeit nicht stark befischt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Oh, da bricht die Sonne durch den Wolken und schaut mal, wie schön das aussieht, meine Freunde. Seht ihr das? Herrlich, also wirklich herrlich, dieses dynamische Wettersystem. Ich hätte mir meine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Wenn ich gleich reingeholt habe, werden wir definitiv auf 50 stellen. 55 erscheint mir noch zu hoch. Wobei wir haben Biss. Aufpassen, meine Freunde. Ja, er geht. Okay, dann kriegt er eine und wir sollten den haben. Jawohl, wir haben ihn. Also, man muss wirklich ziemlich schnell anschlagen und hauchdünn. So, und was haben wir da? 2,81. Also wir steigern uns, meine Freunde. Erst die ganze Zeit 2,7, jetzt sind wir bei 2,8. Wir räumen das Feld von hinten auf. Ich würde sagen, ach so, wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt mal auf 50 runter. Stelle ich auf 50 ein. Wunderbar, habe ich gemacht. So, und dann gehen wir jetzt mal hier auf die 50. Mal sehen, der müsste jetzt sofort stehen. Beziehungsweise, wo bleibe ich denn immer hängen? Das kann ja nicht sein. Wo hänge ich denn da immer? Jetzt stellt er sich. Mal sehen, ob die 50 jetzt besser sind als die 55. Oder ob wir gar auf 60 müssen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur erinnern, als ich hier das letzte Mal geangelt habe, dass das wirklich nicht so tief ist hier. Oh, und wir haben schon wieder Alarm am Schwimmer, meine Freunde. Ich glaube, das war gut, dass wir auf 50 gestellt haben. Und auch die Matchroute ist schön anzusehen. Ich hätte schwören können, da ist irgendwas am Schwimmer gewesen. Ja, definitiv spielen die Fische am Schwimmer rum. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Allerdings sehe ich das hier. Das sind so ganz, ganz leichte Schläge vor dem Schwimmer unterhalb des Wassers oder gegen den Köder. Deswegen müsste jetzt gleich eigentlich was passieren. Oh, diese Geräusche machen mich wahnsinnig, um Gottes Willen. Aber dass die Leute einfach nicht den Bullhead bejagen möchten, ich verstehe das nicht. Wir spielen mal ein klein wenig danach. Oder daran, also wir ziehen immer ganz kurz ein, das bin ich jetzt natürlich, dass der Schwimmer sich so bewegt, aber sobald sich der Schwimmer ja bewegt, bewegt sich ja auch der Köder im Wasser.
Aber ich glaube, die Wassertiefe, wir müssen tiefer. Ich werde mal auf 60 stellen. Also 55 war gut. Wir haben auch auf 50 eingefangen. Aber es könnte ja jetzt sein, dass 50 die Grenze ist. Deswegen werde ich jetzt mal auf 60 hochgehen, um mir das Ergebnis dann mal anzuschauen. Also 60 ist definitiv zu hoch, seht ihr? Na, jetzt stellt er sich, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Dann werden wir mal hier die 60 jetzt inspizieren. Also das Update zu Fishing Planet rutscht natürlich immer, immer näher und im nächsten Update wird definitiv das symmetrische System erscheinen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und unser Schwimmer zeigt wieder Aktivitäten. Ich nehme schon mal die Maus in der Hand. Gleich geht's los. Ich weiß nicht, ob ihr das immer so seht. Ich sehe das sofort. Die zuppeln auf jeden Fall ganz klar daran rum. Und gleich machen wir da, oh, weil wir müssen aufpassen. Ich sag ja, die zuppeln die ganze Zeit. Und jetzt gleich wird der gehen, der Schwimmer. Die Frage ist nur, in welche Richtung, links oder rechts? Die haben noch nicht wirklich Lust, den Köder runterzuziehen. Man könnte ja auch mal eben hier so ein kleines Krokodil fangen, ne? Machen wir ein Hühnchen da dran an die Angel und dann zack, rein damit. Da, ihr seht meinen Schwimmer, meine Freunde. Achtet mal auf den Schwimmer. Rechts am Hutt. Der bewegt sich immer minimal und da zuckt es immer dran, aber der will noch nicht. Der beißt also ganz, ganz vorsichtig. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn die Fische vorsichtig beißen. Aber man kann jetzt auch hier an dieser Situation sehr schön erkennen, wie, jetzt geht er, jetzt sollte ich anschlagen. Ja, wir haben ihn. Ihr seht, wie vorsichtig der gebissen hat und das ist auch wieder ein sehr, sehr schönes Zeichen zu sehen, wie neugierig der Bullhead ist, ja. Also, der geht auch sofort auf den Schwimmer. Und da haben wir ihn wieder. 2,49, nicht so groß. Aber immerhin ein Bullhead. So, dann werden wir jetzt mal im Menü schauen. Ich würde jetzt mal gerne schauen, ob ich Einserhaken mit habe. Ich will es einfach mal testen. Warum nicht? Hier haben wir Einserhaken. Die ballern wir jetzt einfach mal da dran, meine Freunde. Mehr als keinen Biss bekommen können wir nicht. Oh, wo haben wir hingeschmissen? Was war das? Oh, jetzt habe ich irgendwie einen Hänger oder was ist jetzt hier los? Hallo? Ich hänge. Ich kann nichts mehr machen, hallo? Ich habe irgendwie einen Bug oder so. Nochmal. Meine Maus reagiert gar nicht mehr.
Hallo? Hallo? Ich würde gerne ausschmeißen. Kann ich mich bewegen? Auch nicht. Ich kann mich auch nicht bewegen. Was ist das denn jetzt? Jesus Maria. Erklär mir mal hier, was hier los ist. Ich würde da einfach nur ausschmeißen. Kann ich denn hier meine Rollen verstellen? Ja, kann ich. Kann ich auch verdrehen hier, aber ich kann nichts mehr machen. Ja gut, dann sollten wir diese Folge etwas früher beenden. Ich kann nichts dazu. Ich habe irgendwie jetzt einen Fehler oder einen Bug gehabt. Ich bin hier irgendwo hängen geblieben. Jetzt hänge ich schon wieder hier an den Seerosen. Aber ich bekomme es nicht hin, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Dafür mache ich dann eine längere Folge im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye. Sehr merkwürdig alles.